Ich bin unheimlich froh, dass es mir jetzt gut geht. Ich befasse mich nicht täglich mit diesen Gedanken, sondern schiebe die meistens von mir weg. Sonst würde ich wahnsinnig werden. Und ich kann mein Leben auch nicht mit dieser Angst vergeuden. Deborah Wolf war erst 25 Jahre alt, als ihr eines Tages während der Arbeit in der Verwaltung beim Roten Kreuz in Main plötzlich schwindelig wurde. Bereits seit 2 Wochen hatte sie starke Kopfschmerzen. Sie dachte, ihr niedriger Blutdruck sei schuld. Deshalb legte sie sich auf den Boden und lagerte die Beine hoch. Es war absolut die falsche Entscheidung. In dem Moment habe ich noch mehr Blut in den Kopf geschossen. Aber ich wusste es einfach nicht besser. Ich dachte, ich hätte Kreislaufschwierigkeiten. Schnell waren die Sanitäterkollegen zur Stelle. Inzwischen hatte Deborah Bewusstseinsstörungen, kalten Schweiß auf der Stirn und rasende Kopfschmerzen. Mit dem Notarzt ging es ins Krankenhaus nach Koblenz. Dort wurde ein geplatztes Aneurysma im Gehirn diagnostiziert. Ein Aneurysma ist eine blasenartige Ausstülpung der arteriellen Gefäßwand. Je größer ein Aneurysma wird, desto dünner wird natürlich die Wand der Blase. Das heißt, die kann dann zu jedem Zeitpunkt, wo der Blutdruck plötzlich ansteigt, einreißen und zu einer Blutung auf oder in das Gehirn führen. Unsere primäre Aufgabe zu diesem Zeitpunkt ist die Verhinderung einer erneuten Blutung, dadurch, dass man das Aneurysma verschließt. 7 Jahre später passierte ihr dasselbe nochmal. Wieder beim Telefonieren im Büro. An der gleichen Stelle hatte sich erneut ein Aneurysma gebildet, das platzte. Wie beim ersten Mal folgten OP, künstliches Koma, Intensivstation und danach eine Reha. Jedes Jahr hat Deborah Wolf seither einen Kontrolltermin in der Klinik. Dabei wird im MRT geprüft, ob die Stellen, an denen die Aneurysmen waren, weiterhin dicht sind. Hallo, Herr Professor Felber. Professor Stefan Felber kennt die Krankheitsgeschichte von Deborah Wolf genau. Er hatte sie schon vor 11 Jahren operiert. Also, Frau Wolf, die MRT-Bilder bestätigen, dass keine Reste von der Blutung geblieben sind. Die behandelten Aneurysmen sind vollständig verschlossen und werden auch verschlossen bleiben. Und neue Aneurysmen haben wir keine gefunden. Die beiden geplatzten Aneurysmen hatte Professor Felber minimalinvasiv verschlossen. Aufgrund der Form des Aneurysmas hatten wir uns für eine Behandlung entschlossen, bei der man von der Leiste mit einem winzig kleinen Katheter bis ins Aneurysma vorgeht und dann das Aneurysma von innen heraus mit weichen Platinfäden auffüllt, sodass es nicht mehr bluten kann und an der Stelle, wo der Hals des Aneurysmas ist, sich eine neue Gefäßhaut bilden kann. Die Gefahr eines neuen Aneurysmas besteht trotz erfolgreicher Behandlung weiterhin. Deborah Wolf muss vorsichtig sein. Die Empfehlung, gesund leben, auf den Blutdruck achten, nicht rauchen und nur in Maßen trinken. Tschüss. Die beiden lebensbedrohlichen Situationen hat Deborah Wolf nicht einfach wegstecken können. Beim zweiten Mal fing das schon im Krankenhaus, schon vor der OP an, dass ich unheimlich frustriert war. Ich habe nur auf Symptome in meinem Körper geachtet, habe auch jedes Symptom gegoogelt und habe natürlich bei allem direkt zum Beispiel Krebs gehabt, stand kurz vorm Schlaganfall. Meine größte Angst war einfach, eine unentdeckte Krankheit zu haben, eine todbringende Krankheit. Und dann habe ich einen Termin bekommen bei einer Psychologin. Ich bin noch 2 Jahre zur Gesprächstherapie gegangen und wirklich erfolgreich. Also meine Einstellung zum Leben hat sich absolut verändert. Das Leben hat so viel zu bieten und das kann so schnell vorbei sein. Ich lebe meinen Alltag jetzt viel, viel bewusster.